Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Hey Rudi, Zeitung gelesen heute? Nee. Boah, was soll man da sagen? Keine Fehlendes Zeit. Vertrauen, War muss ich mit dem dir Hund sagen. draußen, was ist wichtiger? Fehlendes Vertrauen, hör mal. Nuripur, ja. 4 Jahre Ampel, aber vertrauen kann man sich da nicht. So ein Depp, entschuldige bitte. Naja, ist halt Frankfurter, ne? Ist echt ein Frankfurter? Dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich alles Frankfurter zurück. Rindswurst ist Da das. halte ich es dann noch mit Steinmeier. Ey, du hast du gehört? Der ist heute in Ungarn. Der feiert Ja, die der schneidet die Grenze Wiedervereinigung. nochmal an. Der macht da 35 Jahre. Ja, also bin fassungslos. Ja, die meisten Deutschen haben sich jetzt damit abgefunden mit der Wiedervereinigung. Ne? So richtig lieben tut sie keiner. Und Ja. Steinmeier fährt jetzt zum Feiern zu Orbán. Ey, das ist großes Kino, glaube ich. Ja, und die damals an der Grenze standen mit ihrem Trabi und unbedingt in den Westen wollten, das waren die, die vorher jahrzehntelang in ihrem Ländchen geschwiegen haben, weil sie Schiss hatten, überhaupt was zu sagen. Und jetzt sind sie bei der AfD. Genau, das sind so diese ganzen Autoritätsgläubigen, die meinen, ein Führer kommt und rettet Deutschland oder Europa oder was auch immer. Die haben immer noch nicht verstanden, dass man gemeinsam mehr erreicht als allein. Naja. Ja, es waren ja auch die ersten Dopingspiele in Leipzig, damals eröffnet durch irgend so einen SED-Menschen da. Ich weiß gar nicht, wer das war. Aber ich glaube, er war Walter. Walterchen Ulbricht. Ja, das haben wir alles so schön gehabt. Wir waren ganz vorne als deutsche Demokraten und das mit ganz viel Doping. Ja, Das, gut. Nicht mehr, nicht mehr. Nee, ja, ja, du, wieder das gar passt nicht. alles schon. Also ich meine, dieses Autoritäre, wer das braucht, der zeigt damit doch nur, dass er wirklich keine Lust hat, aus seiner Komfortzone rauszukommen und sich immer sagen zu lassen, wo es lang geht. Gibt ja jetzt genug Angebote, ne? Also ist ja keine Frage, mit der KI geht es ja gerade Ja, es so gibt da noch weiter. mehr Autoritäres, wie zum Beispiel der Duden. Der hat jetzt autoritär entschieden. Natürlich haben die das miteinander bestimmt, dass ChatGPT jetzt dort auftaucht. Ja, Zusammen mit Gaza-Krieg und mit Klimakleber. Das genau. ist doch was. Also, Das ist eine tolle Gemeinschaft. genau. ChatGPT wird den Leuten dann schon sagen, wo es lang geht. Also, die Bild-Zeitung, blöd war gestern. Heute hat man ChatGPT und dort wird dann entschieden, was eine Meinung ist, was heute Nachricht ist. Ja, und dann glauben wir das schon mal, ne? Das ist doch Also schon. es fehlt jetzt nur noch, dass ChatGPT der Duden-Redaktion sagt, wie die Stichworte im Duden künftig zu heißen haben. Du, Weil das das gesamte erledigt Wissen der ChatGPT. Welt ist ja da bei diesen Ja, das reichsten erledigt doch Menschen dieser Welt ChatGPT. ja versammelt in ihren Ja, genau. Das erledigt dann ChatGPT so en passant selber, weil es nur noch das präsentiert, was ihm genehm ist. Da brauchen die keinen Duden dafür. Der Duden ist dann auch sozusagen von gestern. Warum auch? Das Ne? werden wir auch gar nicht Warum? mitkriegen, wenn ChatGPT den Duden übernommen hat oder den Webster oder wen auch immer. Das kriegen wir gar nicht mit. Ja, Das ist ein schleichender nein, das regelt Prozess. alles der Markt. Und da sind wir nochmal bei meinem Lieblingsthema, dem Christian. Ey, der hat es immer noch nicht, der hat keine Eier. Ne? Also der redet ja immer noch von der Schuldenbremse statt von Investitionen und Wachstum. Das braucht er alles nicht, der braucht nur eine Bremse. Ne? Ja, wobei Bremsen ja ganz bestimmte Tiere sind, nicht? Denen Ah man ja, nicht so. die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Also die sind Ja, schmerzhaft. ich schon, ja. Ich lebe auf dem Land. Die sind richtig Also Eier hat der Lindner schon, schmerzhaft. aber die versteckt er tief hinten, damit ihm auch keiner rangreift, ja. Ja. Nee, nee. So ist das. Naja, Wer ist gut, denn dann morgen wieder dabei, Rudi? dann schauen wir doch mal, was der Lindner morgen mal so am Sagen Oh, der hat. Lindner. Na, aller Ja. Haupt, dann gucken wir mal.